Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wieder hat Apple per einfacher Pressemitteilung und ohne großen Tamtam neue iMacs vorgestellt. Das gleiche Spiel hatte man schon an diesem Montag mit den neuen iPads gemacht. Die Art und Weise der Ankündigung stellt aber schon eins klar: Etwas Besonderes darf man nicht erwarten. Der iMac sieht aus wie seit 2012. Immer noch schön, aber ohne Wow-Effekt. Das Innenleben hat Apple nun aber aktualisiert. Mit dem Titel Schönes Biest stellt Apple den Rechner auf seiner Webseite vor. Der iMac 2019 nutzt in der 27 Zoll Größe die Intel-Prozessoren der 9. Generation, die bis zu 6 bzw. 8 Kerne ermöglichen, laut Apple eine 2,4-fach schnellere Leistung. Der 21,5 Zoll iMac verfügt über 4 oder 6 Kernprozessoren von Intel der 8. Generation. Für den iMac ist erstmals eine Radeon Pro Vega-Grafik verfügbar, wie sie Apple auch im iMac Pro nutzt. Im Vergleich zur normalen Radeon Pro beträgt der Aufpreis aber schnell mal 500 Euro. Ansonsten bieten die neuen iMacs sowohl die Vorzüge wie auch Nachteile des Vorgängers. Eines der großen Highlights ist das 4K und 5K Display beim 21,5 Zoll bzw. 27 Zoll mit dem großen P3 Farbraum. Thunderbolt 3 inklusive Videoausgabe, Magic Keyboard, das gute Trackpad gegen 64 Euro Aufpreis statt der Maus. Die Nachteile neben dem alten Design, das Apple wenigstens mit einer neuen Gehäusefarbe hätte ausstatten können, ist das immer noch Festhalten an alten Speichermedien. Wer die günstigste Ausführung des 27 Zoll iMac möchte, und man zahlt da schon über 2000 Euro, darf noch einmal 120 Euro auf den Tisch legen, um statt eine 1TB Fusion Drive Festplatte eine 256 GB kleine SSD zu bekommen. Und beim kleinen 21,5 Zoll Modell findet man noch eine Festplatte mit 5400 Umdrehungen in der Minute. Wirklich, Apple? Sowas im Jahre 2019? Ich bin sehr enttäuscht, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Kommen wir zu den Preisen. 21,5 Zoll iMac 4K. Die neue Ausführung mit 3,6 GHz Quad-Core Intel i3 Prozessor der 8. Generation, 1TB Festplatte, nicht zu vergessen, 5400 Umdrehungen in der Minute, 8 GB Arbeitsspeicher und Radeon Pro 555 X2 GB kostet 1499 Euro. Das sind 200 Euro mehr, gut angelegt für das Modell mit 1TB Fusion Drive. Weiterhin unverändert das magere Einstiegsgerät für 1299 Euro, natürlich ebenfalls mit alter Festplatte. Der 27 Zoll iMac 5K. Immerhin startet der gleich mit einem 1TB Fusion Drive. 2099 Euro kostet das Modell mit 3 GHz 6 Core Intel Core i5, 8 GB Arbeitsspeicher und Radeon Pro 570X. Der Preis nach oben ist vervielfachbar. Die Luxusausstattung mit 3,6 GHz 8 Core Intel i9 64 GB Arbeitsspeicher, Radeon Pro Vega 48 mit 8 GB Grafikspeicher und 2TB SSD kostet satte 6.139 Euro. Was sagt ihr zu den neuen iMacs und den teilweise teuren Preisen für veralterte Technik? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin wirklich sehr auf eure Meinung gespannt. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das der Fall ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs freundliche Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.